Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Christoph Alex Box von Favorite. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Christoph Alex von Favorite, das Ganze aus dem Jahr 2011. So sieht das aus. Wir haben hier eine sehr schlichte Kartonbox, die wirklich nur hier auf der Oberseite beklebt wurde. Und das war damals so das klassische Format dieser Amazon-Boxen in diesem Zeitraum. Wir haben hier links oben einmal limitierte Amazon-Edition stehen. Rechts oben das Logo von Selfmade Records. Links unten lesen wir zwei CDs, Bonus-Tracks plus T-Shirt. Rechts unten einen Barcode. Und in der Mitte haben wir dann Favorite, den Interpreten des Albums, mit einem Schild in beiden Händen. Und zwar lesen wir hier, seit 25 Jahren Gefangener von Christoph Alex. Also, das ist der bürgerliche Name von Favorite und zeitgleich natürlich auch der Albumname, der Albumtitel. Hier im Hintergrund haben wir dann noch einen roten Stern mit einer Maschinenpistole und einem FAV-Schriftzug. Was hat es damit auf sich? Also, rein so vom Artwork, vom Foto, es sieht so aus, als wäre Favorite hier irgendwie als Geisel genommen, als würde hier irgendwie Lösegeld oder irgendwelche Bedingungen gestellt werden. Und das ist dann, nachdem die ja oftmals dann nicht geredet haben, hier so die Botschaft von den Entführern. Das heißt, Favorite ist hier seit 25 Jahren gefangen in sich selbst oder von sich selbst. Und im Hintergrund dann wird gespielt mit der RAF, also die Rote Armee-Fraktion. Es war ja eine Terrorgruppe in Deutschland. Die hatten ja das als Logo, so einen roten Stern. Und dann eben statt FAV war dann RAF der Schriftzug. Gut, so viel dazu. Wir schauen mal rundherum. Ihr seht, das Ganze ist komplett in diesem klassischen Kartonbraun gehalten. Unterseite ebenso. Dann machen wir das Ganze mal auf. So, wir haben hier einmal das Shirt. Und als zweiten Boxinhalt das Album inklusive der zweiten CD. Von innen ebenso glattbraun in dieser Kartonoptik. Machen wir die Box mal wieder zu und packen die dabei zur Seite. Und natürlich starten wir mit dem Album an sich. Also, das Album Christoph Alex, es ist das dritte Soloalbum von Favorite aus dem Jahr 2011. Das Cover kennen wir bereits vom Boxdesign. Hier links lesen wir dann Favorite Christoph Alex. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Auf dieser Seite ebenfalls nochmal Albumtitel, Interpret und Selfmade Records zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und dann haben wir noch CD2 mit insgesamt 8 Tracks. Wir haben Features von Kollega, Bass Sultan Hengst, Orgi, also King Orgasmus One, 257ers, Shahin und auf den Bonustracks noch Feature von Jason. Und auch wenn es hier nicht rot eingefärbt ist, ein Feature von Caroline Kebekus. Denn dieser Track heißt passenderweise Favorite vs. Caroline Kebekus. Und wie der Titel erahnen lässt, geht es darum, dass sich die beiden einen Schlagabtausch liefern, also gegenseitig battlen und beleidigen. Hier unten haben wir noch Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes natürlich schauen wir uns das Booklet an. Und zwar haben wir hier Favorite in weiteren Schwarz-Weiß-Fotos und hier haben wir dann die einzelnen Tracks aufgeschlüsselt. Also, wer hat an dem Track mitgewirkt, wer hat produziert, arrangiert, gemixt, gemastert etc. So sieht das aus. Also das Artwork hier in Schwarz-Weiß und Rot gehalten, sehr schön. Und Favorite hier auch mit Zielscheibe auf dem Kopf, wie man es von Favorite gewohnt ist. Haben wir hier teils verstörende Fotos dabei. So kennt man ihn. So, zum Abschluss. Hier nochmal Favorite im Wald. 16 Tracks. Und wir haben auch die Bonustracks hier abgehandelt. Also, 4 Stück. Hier dürfte Favorite gerade eine Geisel erschießen. Beziehungsweise ist das vermutlich er selbst, nur mit einer Plastiktüte mit einem Plastiksack auf dem Kopf. Weitere 4 Tracks
Also alle 8 Bonustracks hier erfasst. Und zum Abschluss gibt es noch ein Shoutout, Favorite Shouts. Das ist mehr oder weniger eine Danksagung. Ja, und der Abschluss ist hier auch sehr gelungen. Jemanden vergessen, ach ja, Slick One, fick dich. Also das ist ja auch schon so ein Running Gag zwischen Favorite und Elvia Slick One, der ja der Labelchef von Selfmade Records ist. Und das war irgendwie auch schon auf Harlequin, das war irgendwie auf allen Alben so, dass Favorite sich regelmäßig irgendwie mit Elvia gebettelt hat oder diesen beleidigt hat. Gut, hier die Credits noch, die Album-Credits zum Abschluss. Dann kommen wir zur Album-CD. So sieht das aus, CD Nummer 1. Ist bedruckt, wie auch schon das Albumcover in diesem Stil, oder das Boxcover. Und dann haben wir hier auf der Rückseite CD Nummer 2, die hier komplett in diesem FAV-Logo designt. Sehr schön. Ah ja, und zum Abschluss gibt es dann hier nochmal das Selfmade Records Logo. Gut, so viel zum Album und den Bonustracks. Und dann kommen wir zum Shirt. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit Brustaufdruck. Und wie sollte es anders sein? Auch hier haben wir wieder den roten Stern, dieses FAV-Logo inklusive Maschinenpistole. Backprint haben wir keinen. Die Rückseite ist komplett in Schwarz gehalten. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Shirt in der Größe L Super Premium. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal von vorne an. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Und zum zweiten Boxinhalt das Album an sich mit 16 Tracks plus 8 Bonustracks auf CD2. Kommen wir auf insgesamt 24 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box. Christoph Alex von Favorite. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Favorite unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.